Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, heute müssen wir da mal gucken, was wir denn so anstellen können. Erst einmal wollte ich gucken, ob wir hier den... Nee, aber die Trauben sehen noch lange nicht gut aus. Da brauchen die noch ein bisschen. Schade. Da wollte ich gar nicht hin, sondern ich wollte hier hin. Dann wollte ich einmal gucken bei den NPCs. Was finden wir hier noch? Finde den Legionärshelm im Haus des... Genau, da müssen wir auch noch hin, zum Haus des Bauern. Ich würde sagen, wir können es ja aber auf dem direkten Weg dorthin machen. Heute ist der Inquisitor da, ne? Werden wir gleich rausfinden. Wir sind ja hier gerade auf dem Hexenhügel. Tatsächlich, er ist da. Aber wir haben ja leider noch kein Buffet. Burger und ein Humpenbier. Mit Gold. Genau. Ich glaub's auch. Die wollen natürlich Goldburger haben und auch Goldbier haben. Selbstverständlich. Was erwarte ich denn? Ja, okay. Die sind schon ein wenig verwöhnt, ne? Also das heißt, da müssen wir gucken, ich habe noch keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall Hopfen ansehen. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir Hopfen herbekommen sollen. Weil der Händler hat, glaube ich, auch keinen Hopfen, ne? Egal, auf jeden Fall, wir versuchen erstmal hier in das Haus des... Stimmt, da müssen wir... Karotte. Da müssen wir mit Kloto reden. Stimmt, wir brauchten eine riesengroße Karotte, glaube ich. Das werden wir bestimmt nicht mehr schaffen, noch zu Kloto zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal meditieren, bis die Nacht vorbei ist, weil nachts ist Kloto ja nicht draußen. Verständlicherweise, da wollen Menschen schlafen normalerweise und Hexen höchstwahrscheinlich auch. Aber ich würde sagen, wir können ja erstmal hier nochmal die Beeren mitnehmen, damit wir zumindest ein bisschen was in der Tasche haben und demnächst wieder einen vergorenen Beerensaft machen können. Apropos, wir müssen auch noch bei uns in der Taverne vorbeischauen, um zu gucken, wie das denn da aussieht mit dem Finanziellen gerade so. Ne? Ja. Jetzt müssen wir erstmal hier die Nacht überstehen quasi. Ach, heute ist der Astrologe da. Ich bin auch mal gespannt, was der Astrologe noch zu tun hat in der Geschichte, die wir ja schon erzählt bekommen durch das DLC. Ich weiß nicht, welches das ist. Das müsste ja das sein, wo dann auch die Taverne dazu kommt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, welches das ist. Karotten müssten wir vielleicht auch mal wieder auffüllen, dass wir ein paar Leichen bekommen, weil das ist ja eigentlich das Sinn des Spiels. Und uneigentlich nicht. Weil uneigentlich haben wir ja hier eine ganze Menge, Krams, den wir erledigen müssen. Morgen müssen wir auf jeden Fall wieder die Predigt halten, die Händlerpredigt. Ich glaube, wir müssen dann hier lang. Genau. Damit müssen wir denn nicht dort hinten lang? Genau, dann müssen wir die Händler... Nee, müssen wir nicht. Okay. Die Händlerpredigt halten. Damit wir bei dem Schmied bessere Chancen bekommen. Da kann man nicht lang, ne? Nee, das ist Schluck auf Gras. Das brauche ich nicht. Da ist doch eine Kröte. Fang doch die Kröte ein. Da, fang die Kröten. Müssen wir dann hier lang vielleicht? Oh, der Weg durch den Sumpf, ne? Wir müssen unbedingt gucken. Ich denke mal, wir müssen noch ein, zwei, drei Mal mehr hierher. Wir müssen unbedingt mal gucken, dass wir den Überweg machen. Das ist ja unangenehm, nervig. Dieser Weg hier. Und ständig verläufst du dich und man könnte auf dem direkten Weg dort rüber gehen, aber nein. Das Spiel macht sich einen Scherz daraus. Lacht sich wahrscheinlich heimlich kaputt. Oh, guck mal, die wollen da wieder hin.
Das ist der Superpilz, glaube ich, ne? Kann ich den pflücken? Roter Pilz. Ich habe keine Ahnung. Rote Pilze, habe ich gelernt, sind nicht gut. So. Warte mal, ich schreibe mir mal auf. 6 Balken. 3. Was sind denn das? Planken. 3 Planken. Und 10 Nägel. Damit ich weiß, ja, ich kann da ja leider auch nicht immer so oft hinlaufen. Damit ich mal weiß, was wir hier zu tun haben. So, Klote befindet sich dort vorne. Hallo, Klote. Ich brauche deine Hilfe. Ja, schade, Schokolade. Gib ihr einen Heiltrank. Wir haben Heiltrank. Oh, nö. Aber dann, warte mal, dann können wir Heiltrank. Ich benutze definitiv. Wo habe ich den denn hingepackt? Heiltrank. Nehmen wir doch den so lange, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Da haben wir auf jeden Fall noch Ernteabfall. Ich weiß auch gar nicht, was wir mit Ernteabfall machen können. Theoretisch würde ich sagen Dünger, ne? Aber dafür braucht man bestimmt nachher einen Komposthaufen oder so. Ernteabfall. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal da dran. 6 Balken. Sind auch noch 2 Geschichten drin. Ich packe die Geschichten erstmal hier mit rein. Ich weiß, es ist absolut nicht richtig. Das stört mich auch, aber... gebratener Fisch. Ja. Nee, den wollten wir fürs Dings benutzen, für die Taverne, ne? So, Nägel müssen wir doch eigentlich haben, oder? Nein. Aha. Nägel. Stellen wir doch einfach mal Nägel her. So, dann können wir, glaube ich, immer hier den Baum fällen. Damit wir ein paar Balken und Planken machen können. Oh nein, wo ist das jetzt hin? Da, okay. Mache ich das doch so. Heute verging der Tag wieder so schnell, ne? Manchmal weiß ich gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch noch nur den Baum. Ja. Ne? Warum kann ich den jetzt nicht... Danke. Ah, das ist natürlich auch schade, dass man immer nur einen Baumstamm nehmen kann. Aber ich kann das natürlich auch verstehen. Ansonsten wäre das auch ein bisschen sehr doll unrealistisch. Weil so ein Baumstamm natürlich auch recht schwer ist, garantiert. Ich glaube, so einen riesen Baumstamm habe ich noch nie geschleppt. Aber ich wette mit euch, der ist ganz schwer. Und wenn das nur noch einer ist, dann können wir den ja auch gleich mitnehmen. Zack. 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 So, und da. Dann brauchen wir Balken. 6 Stück sogar genau, aber ich glaube, wir brauchen auch Balken, um Planken herzustellen, oder? Was ist das? Hier können wir, glaube ich, Planken herstellen. Holzplanken. 3 Stück, ja, das passt ja perfekt. So, ich würde sagen, wir stellen das mal eben her. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Jo, dann müssen wir erstmal noch schnell eine Predigt halten. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Das können wir ja einfach so machen. Und dann, jo, gehen wir wieder in den Sumpf. Und bauen da endlich diesen Übergang. So. Ich gucke nochmal nach. Also wir haben 6 Balken. Das sollten wir haben. Wir haben 3 Planken. Und 16 Nägel. Also gut. Passt perfekt. Diese Musik bleibt im Ohr. Die,
Dann müssen wir nachher nochmal den, wir kriegen ja nachher diese komische, ja, wir sind doch mitten im Tag quasi schon. Oh. Nur weil wir nicht gleich irgendwie 6 Uhr morgens haben oder so, beziehungsweise müssen 6 Uhr morgens haben, nur weil wir nicht 9 Uhr morgens haben. Sind doch Langschläfer, wa? Ja, das kann sogar sein, dass das Sonntag ist quasi. Also es ist ja, soll ja eine Sonne darstellen und sonntags geht man ja eigentlich in die Kirche. So. Nee. Nach Reichtum doch. Ich glaube, das war das Richtige, ne? Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, 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 toll. Oh ja, und jetzt lass uns um diesen Segen beten. Ja, toll. Halleluja. Reichtum. Ja doch, das ist das Richtige. Eure Spinden sind natürlich herzlich willkommen. Die lehne ich natürlich nicht ab, eure Spenden. Wenn ihr sie freiwillig spenden wollt, also da sag ich jetzt auch nicht nein, ne? Also, Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Kloto. Bauen den Kram darüber. Damit wir diesen langen Weg nicht immer drum herum laufen müssen. Dort rein, ja zum Glück. Dort müssen wir nämlich hin. Aber um dort hinzukommen, obwohl das eigentlich nur Katzensprung entfernt ist, müssen wir einen riesen Umweg laufen. Da müssen wir auch nicht hoch, sondern wir müssen dort lang. Genau. Genau. Dort. Hier lang. So. So. Hier lang, dort lang, rechts, links, geradeaus. So. Ich sage, das ist so ein langer Weg, ne? Die Entwickler haben sich da bestimmt, die haben sich da bestimmt totgelacht bei, als sie das gemacht haben. Hingen sie da bestimmt, wir machen das extra schwer für die Spieler. Genau so kann ich mir das vorstellen. Weiß ich nicht, aber vielleicht. So, fertigen können wir doch mal schnell machen. Das wird auch Zeit. Was für ein Glück. So, egal. Auf jeden Fall, wir haben erstmal den Heiltrank und können ihn erstmal zu Kloto bringen. Hallöchen. Gib mir den Heiltrank. Sieht auch gut aus. Versuchen wir es mal. Oh, jetzt war ich es wieder. Ich bin Kloto. Und ich erinnere mich wieder daran, wo mein Kessel ist. Also gut, ich bin wieder da. Was brauchst du von der guten alten Kloto? Ich habe gutes Zeug. So guten Stoff findest du heutzutage nirgendwo. Ach ja, den silbernen Kürbis brauchst du immer noch. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss einem Händler helfen. Er hat mir erzählt, dass er dich gut kannte. Er hat mit seinem Freund, dem Priester, Liebestränke bei dir gekauft. Oh, na klar, erinnere ich mich an die beiden. Die waren so süß, aber das waren Brüder, meine ich. Also, wie kann ich ihm helfen? Er hat Schluck auf Gras gegessen und sein Geschmackssinn verloren. Er glaubt, er sei verflucht. Das klingt, als sei er von einer anderen Hexe verflucht worden. Es wäre unprofessionell von mir, ihm dann zu helfen. Damals haben wir in solchen Situationen geholfen, aber dann ist der ganze Markt zusammengebrochen. Jetzt ist es verboten. Nur die Hexe, die ihn verflucht hat, darf ihn auch wieder heilen. Also gibt es keine Heilung für ihn? Mal sehen, ich hab dir die Grundlagen verraten und du bist kein Hexer. Da gibt es so ein schlaues Wort für das, was du bist. Chemiker? Alchemiker? Ja, gut. Du kannst ihm einen Trank brauen und ich verrate dir das Rezept. Mische einfach eine Gesundheitslösung mit Salz. Vielen Dank. Aha, du hast eine neue Technologie freigeschaltet, hergestellt Gewürze. Über das Vergrößern der Karotte. Liebe Kloto, kannst du etwas vergrößern? Oh. Ah, jede Woche. Na klar, kann ich dein Ding vergrößern. Ja,
Nein, nicht das. Du sollst meine Karotte vergrößern, das macht das nicht besser. So kann man das auch nennen. Nein, du sollst eine echte Karotte so groß wie ein Holzscheit machen. Oh, das ist noch einfacher. Am Gegenzug dafür... Was? Aber im Gegenzug will ich ein Date. Ein Date? Hör mal, ich habe etliche Macken und außerdem... Nein, nicht mit dir, Süßer. Auch wenn du ziemlich niedlich bist. Ich meine mit dem süßen Ingenieur Cory. Okay. Puh, ich werde versuchen, dir ein Date zu organisieren. Na dann. Ich brauche deine Hilfe. Mische einfach eine Gesundheitslösung mit Salz. Okay. Alles klar. So, und dadurch, dass wir jetzt über die Brücke laufen können, heißt das, wir müssen nicht mal... Ja, gut, es ist trotzdem noch einfacher, den Ruhestein zu benutzen, aber ich möchte hier einmal über die Brücke laufen. Oh, wie toll. Wie aufregend. Ja. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, wo ich Kröten herkriege, ne? Na gut, werde ich bestimmt schon irgendwann finden. Achso, wir können währenddessen jetzt ja vielleicht mal den Glauben abholen. Danke. Den Glauben packe ich eh hier unten rein. So. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit auch anstellen soll. Können wir damit überhaupt noch was anstellen? Ich weiß es gar nicht. Fertigen. Wir brauchen ja gerade nicht unbedingt was, ne? Wir brauchen Stift und Tinte. Das mal dort rein. Bankchecks. Du hast doch noch nie so viele Nullen gesehen. Leider sind die Checks personalisiert. Die Sache ist, ich glaube, ich packe die mal hier rein. Rübensamen. Handelssegen. Kann am Händler verkauft werden, um sein... Ach so, ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr den Kessel finden. Ja, und hier habe ich immer noch keine Ahnung, was wir mit der Leiche anfangen sollen. So richtig komme ich da nicht weiter, was das angeht. Zum redenden Schädel würde ich gerne einmal. Ich würde... Was? Kein Geld zum Abholen? Was ist denn hier los? Was ist da denn? Was war das denn? Und wo kamen die her? Und wo wollen die hin? Aber wir haben doch hier noch was drin. Guck mal, wir haben noch Bärensaft und Flaschen... Flasche mit vergorenem Bärensaft. Wir können auch nochmal den gebratenen Fisch hier reinlegen. Aber die wollen garantiert sowas wie Bier und wie Wein haben. Aber damit kann ich leider gerade nicht dienen. Tut mir sehr doll leid. Genau, den Schrank mit Artefakten muss ich noch bauen. Holzplanke, Holzbalken, Nägel. Ja. Weil das würde bestimmt... Warte mal, ich schreibe mir das auch nochmal auf, weil das habe ich ja jetzt hier erledigt. Und zwar brauchen wir 8 Holzbalken, genau. Dann 18 Holzplanken. Und 36 Nägel. Für so eine Brücke, weißt du, da braucht man nur ein Drittel davon. Oder vielleicht sogar noch weniger. Aber der Schrank, der muss stabil sein. So, ich weiß gar nicht, was wir hier noch so vorhaben. Hey. Kannst du mich mal bitte nicht wegschieben? So. Haben wir hier noch irgendwas eigentlich? Finde den Vampir. Frau Kette. Nimm das Parfüm, gib ihr die Frösche. Bei ihm haben wir, glaube ich, schon alles freigeschaltet. Na ja, genau. Brauchen wir nicht.
Ich bin eine Wache im Dunkeln. Ja, danke für diese Information. Ich glaube, der hier unten, der... Oh, er ist immer noch draußen. Was ist das denn? Nee, weißt du, was wir machen? Den Handelssegen, den geben wir nachher mal dem Bauern. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, einmal kurz schlafen, das reicht sowieso nicht über die Nacht. Ja. Hinaus, ich würde sagen, wir können ja schon mal anfangen mit den Holzplanken. Holzplanken und Holzbalken. So, Holzbalken. Dann kann ich 6 Stück schon mal herstellen. Wie viel brauchen wir davon? 8. Vielleicht haben wir ja noch welche. Das weiß ich nicht. Können wir ja mal gucken. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch Holzplanken. Sehr gut. Einfache Eisenstücke. Nee, hier haben wir nichts. Hier auch nicht, schade. Dann müssen wir nochmal ein komplexes Eisenstück herstellen. So. Dann, einer reicht. Jetzt haben wir 9, ne? Wie viel brauchten wir? 8. So, das heißt, wir können die komplexen Eisenstücke wieder hier reinpacken. Ich packe die Beanbugs auch erstmal dort rein. Holzstöckchen ebenso. Aber die Holzstöckchen können wir oben gebrauchen. Später. Hin und her packen. Holzplanken, 18 Stück. Wir haben 3, das heißt, wir brauchen noch 15. Holzplanken. Na gut, machen wir erstmal 9. Das wird sowieso nichts. Wir müssen dafür erstmal wieder schlafen gehen. So. Heute ist der... Nee, heute ist Frau Anmut da. Aber ich glaube, mit Frau Anmut hatten wir keine Aufgabe mehr, meine ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir hatten mit Frau Anmut keine Aufgabe mehr. So, dann müssen wir nochmal einen Baum fällen. Oh, nein, 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 stopp. Ich fühle mich so erfrischt. Nehmen wir mal den hier. Der ist ja relativ frisch gespawnt. So. Packen wir hier schön in das Lager rein. Wir brauchen unbedingt die Zombie-Geschichte da. Hey! Dass die Bäume fällen und sowas. Weil man braucht doch relativ regelmäßig Bäume. Da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt, ne? So. Die Baumstämme machen auch, was sie wollen. Na gut, also. Wir müssen auf jeden Fall noch die, Balken haben wir jetzt gemacht, aber Holzplanken und die Nägel müssen wir noch machen. Aber das machen wir mal nächste Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss!